Doris, vielleicht noch so ein ganz paar Worte zu dir als Person. Du bist gelernte Radiojournalistin und bist dann eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, als Quereinsteigerin in das Thema online sozusagen hineingerutscht, 2000. Ist das so korrekt formuliert? Ja, das ist korrekt. Spannend. Aber Und damals war doch HTML für Journalisten gemacht. Heute ist es und ja. andere Dienstleister dafür. Ja, na, das passt. Das ist ungefähr sozusagen auch so die Zeit, ja, wo Comedia dann auch anfing, schon mit der Telekom damals ja auch zusammenzuarbeiten. Es gibt viele gemeinsame Projekte bei der Telekom, die wir realisiert haben. Die Telekom war ja auch viele Jahre lang einer der großen Investoren, die das Wachstum von der Comedia AG mit beschleunigt haben, aber eben auch in vielen Bereichen der Konzernstandard fürs CMS. Du bist seit 2005 bei der Deutschen Telekom in der Unternehmenskommunikation und bist heute für die Weiterentwicklung der digitalen Plattform für die Kommunikation im Konzern zuständig. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau, wir sind in der Unternehmenskommunikation ein kleines Team, Weiterentwicklung kümmern. Auch da haben wir, ja, ich glaube inzwischen seit 15 Jahren, habe ich Kontakt zu Cormedia. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das ist in der Tat eine ganz schön lange Zeit. Und das Thema, was du heute mitgebracht hast, ist spannend, weil es ist eigentlich gar nicht so ein typischer Comedia-Use Case. Es geht nämlich darum, wie man ein Digital Asset Management auf Basis der Comedia-Plattform realisieren kann. Häufig integrieren wir ja auch mit bestehenden Digital Asset Management-Systemen, aber ihr hattet eine Vielzahl von Lösungen im Konzern und habt euch überlegt, wie können wir die konsolidieren, wie können wir die auf eine Plattform bringen. Und habt euch am Ende dann tatsächlich für Comedia entschieden und habt das DAM-System für den gesamten Konzern dann auf Comedia realisiert. Ist ja gar nicht so naheliegend erstmal, ja. Das auf jeden Fall. Es war auch bei uns nicht die erste Idee und wir sind auch noch ganz jung. Wir sind erst im Februar gelauncht, also es ist noch ganz spannend und eigentlich würden wir jetzt gerne noch eine große Party feiern, aber zu der sind wir dank Covid-19 auch noch nicht gekommen. Nutzen wir die heute die Chance sozusagen, um zumindest eine kleine oder eine große virtuelle Party zu feiern. Du bist auch nicht alleine da. Du hast dein Team noch mitgebracht. Es sind die Claudia Schröder noch mit im Call, der André Staudt und der Marco Wiegand. Ich weiß, es sind noch mehr von den Kollegen von der Telekom auch hier im Call. Und ihr habt sozusagen was Spannendes vorbereitet. Ihr zeigt auch ein bisschen, was tatsächlich, wie das denn live funktioniert. Und an der Stelle möchte ich gerne an dich übergeben. Und wir sind sehr gespannt auf euren Vortrag. Danke, Florian. Danke alle zusammen. Wenn ich dann jetzt wieder die Slides der Telekom haben könnte, dann würde ich die Steuerung übernehmen. Ja, Kannst du einen Moment tatsächlich. bitte? Ich schalte gleich auf die Slides um Dankeschön. und gebe euch gleich die Kontrolle. Dauert noch eine Sekunde. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Könnt ihr mal probieren, ob die Steuerung funktioniert, bitte? Sieht so aus, ich habe eine leichte Verzögerung, aber ich scheine jetzt Herr der Charts zu sein. Ja, also hallo von mir, danke auch für die freundliche Übersetzung und für das Möglichmachen. Wir sind sicherlich alle lieber nach Hamburg gekommen und ein bisschen persönlich genetzt. Aber gut, dass wir die digitalen Formate haben, dass wir es möglich machen können. Auch ich und die anderen Teamkollegen, jetzt heute unterstützen, sitzen im Homeoffice und tatsächlich bei mir im Haus wurde gerade eben noch gehört, zum Glück scheint es ruhig zu bleiben, also toll, toll, toll. Was wir mitgebracht haben als Unternehmenskommunikation ist tatsächlich ein digitales Asset Management, ein zentrales Bildarchiv, das wir auf Basis von Comedia aufgebaut haben und an den Start gebracht haben. Ein kleiner Part von dem Team, mit dem ich gerade zusammenarbeite, ist an Bord. Der André Staudt aus meinem Team hat die Projektleitung gemacht. Claudia Schröder und Marco Wiegand sind unsere Implementierungspartner bei der TIS Systems Multimedia Solution und werden gleich auch den technischen Part übernehmen, halt auch Auskunft. Ich als Projektleiterin. Kurz noch, Deutsche Telekom ist bekannt
bekannt. Wer sind wir eigentlich? Wir sind ein Team in der Unternehmenskommunikation. Florian sagt es gerade schon, die sich halt vornehmlich um die IT-Weiterentwicklung kümmern. Wir sind aktuell in diesem Projekt unterwegs, einem konzernübergreifenden Projekt, das den schönen Namen Content Hub hat. Und unser Job in diesem konzernübergreifenden Projekt ist, dass wir vor allen Dingen mit Blick auf unsere Kommunikationsteams die Infrastruktur für die Erarbeitung der zahlreichen, immer vielfältiger werdenden Contents und Nachrichten, Marketingkampagnen verbessern und die Kollegen vernetzen. Also Ziel der Kollaboration mit Unternehmen auch preisübergreifend, redundant, der Konstruktion und auch das heißt auch mehr Kontrolle. Und wir haben da vor 2 Jahren schon angefangen, uns das Ziel gesetzt, dass wir nicht nach der einen eierlegenden Wollmilchsau, sagt man in Deutschland, suchen, sondern versuchen, in themenfokussierten Schwerpunktprojekten, Teilprojekten dieses System zusammenzubringen und den Kollegen halt die Arbeit zu vereinfachen. Was haben wir am Anfang gemacht? Wir haben die unterschiedlichen Kommunikations- und Marketingteams im Konzern, und das sind viele, befragt und gesagt, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, welche Pinpoints da für euch am besten und schnellsten lösen sollten. Und da war dann tatsächlich, wenn wir beim Thema werden, das digitale Asset Management gibt uns ein sicheres Repository, in dem unsere Bilder und Assets verwaltet werden, da halt schnell und effizient an Material kommen. Das war der Startpunkt für die sogenannte Telekom Content World, so heißt das digitale Asset, das im Februar gelauncht wurde. Und, auch wir, Florian hat es gerade eben schon gesagt, sind nicht als erstes, obwohl wir mit unserem CMS-System schon lange Comedia-Kunde sind, im Content-Management-System und auch die Corporate-Website auf Comedia CMS basiert, nicht als erstes auf die Idee gekommen, dass Comedia unsere Lösung wäre. Wir haben uns auch andere Vendoren, die bekannt sind, angeschaut. Aber es gab so eigentlich 3, 4 Gründe, die Comedia dann wirklich die Lösung war. Es ist etabliert. Dann die nahtlose Übergabe über Infrastruktur von CMS aus dem CMS quasi eingekauft. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn wir in die Redaktionsteams reinschauen. Es gibt nicht noch ein weiteres Tool, das bedient werden muss. Und ich habe jetzt noch eine andere Stimme, da hat vielleicht jemand das Mikro noch auf. Stört vielleicht ein bisschen. Die vierte, auch nicht zu unterschätzende Thematik, ist ein System, das wir in Sachen Sicherheits- und Datenschutzkonzepte und Datenschutzgrundverordnung ist allen, die online arbeiten, ein Thema und die Aufwände, die wir in den letzten da reingesteckt haben, ein System, das wir schon kennen, das bei uns sicher eingeführt ist, wie Comedia, führt auch hier zu viel, viel weniger Aufwänden. So, was haben wir gemacht? Da hat jemand die Steuerung übernommen und kippt gerade in die andere Richtung. Kann das sein? So, wenn derjenige, der steuert, was offenbar nicht ich bin, wieder in die andere Richtung. So, mal gucken, wie sich das auflösen lässt, Doris. Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher. Das tut mir leid. Ich bin's nicht.
Ich fühle mich digital fremdgesteuert. Genau, ich weiß, dass der Jörg vorbereitet, dass da ja gleich ein Video in deinem Vortrag abgespielt wird. Vielleicht ist das sozusagen eine Sache, die damit Das ist zusammenhängt, aber Damit eigentlich wären sollte wir Steuerung. tatsächlich auch an dem Punkt, also wir sind jetzt beim Chart, das vor dem Video liegt, lieber Jörg, wenn du jetzt sozusagen die Steuerung brauchst, nämlich das wäre auch schon meine Vorrede, bevor wir tiefer einsteigen und in einem kleinen Video wollen wir euch zeigen, was wir getan haben. So, ich versuche es nochmal mit Klicken, ansonsten Jörg, viel Glück in die Richtung Video Chart 6 zu klicken. Sekunde, ich probiere hier durchzuklicken. Kleinen Moment. Ich halte mal die Finger still. Danke allen für die Geduld. Das sieht gut aus. Das ist die richtige Richtung. Und jetzt der nächste Klick sollte ein Video starten. Perfekt. Hoffentlich. Have you ever wanted all the pictures for your communicational needs in one place? Explore Telekom Content World. Pictures for your stories are centrally stored and free of charge, legal to use and secure. Find your pictures easily and intuitively. Single sign-on enables you a quick and easy access. Search effortlessly for your motifs that you need for your day-to-day communication. Select the optimal asset format for your channel and simply share assets with your colleagues and work together. Be a part of it right from the start and have more of everything. More pictures, videos, audios and content for your needs of communication. Discover Telekom Content World. Register now and check it out. So, die Plattform ist im Internet für Kollegen und Dienstleister erreichbar und Claudia Schröder beginnt jetzt mit dem Blick unter die Motorhaube, bevor der Marco übernimmt. So, dann hoffe ich, man kann mich hören. Und ja, erstmal danke, Doris, für die Überleitung. Es war jetzt sehr spannend, dass wir das noch geschafft haben. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier auch weiterklicken. Ich habe geklickt. Und es passiert. Nimm mal rechts, links Pfeile. Ja, das habe ich getan, Marco. Jetzt muss es funktionieren. Ah, perfekt. Okay, nochmal. So, jetzt. Nee, Pfeiltasten funktionieren nicht. Wenn denn dann jemand für mich klicken würde, wäre ich sehr froh. Dann können wir auch weitermachen. Alles klar, Wunderbar, ich bin beide, Dankeschön. Gerda. Super, ich sag dir dann immer Bescheid, wenn ich soweit bin. Alles klar. So, wunderbar. Wie die Doris das eben schon erwähnt hat, haben wir die nicht ganz einfache Aufgabe bekommen, von den Marketing- und Kommunikationsteams ein Repository für ihren Content bereitzustellen. Und aber wir haben es dann wirklich geschafft und in der Telekom Content World umgesetzt. Und wie sich jetzt so ein Media Flow mit Hilfe unseres Digital Asset Management fachlich beschreiben lässt, erstmal möchte ich anhand des Beispiels Bilder für ein Marketing-Event erklären. So, dann bitte zur nächsten Folie. Wunderbar, Dankeschön. Also wir gehen hier in drei Schritten vor. Wir fangen an, indem ein Fotograf oder ein Kreativer anhand eines spezifischen Briefings ja entweder zum Beispiel seine Fotos schießt oder auch Bildmontagen erstellt und diese dann in eine extra dafür bereitgestellte Cloud-Lösung hochlädt. Nein, noch zurück. So weit sind wir noch nicht. Genau. Danach im zweiten Schritt sichtet ein Kurator oder ein Bildredakteur das angelieferte Material und überträgt seine Auswahl in unser Digital Asset Management System. Und damit werden diese Assets in der Telekom Content World erstmal abgelegt. Im Ergebnis
können die in der Telekom Content World bereitgestellten Assets oder Contents sofort konsistent in allen Kanälen genutzt werden. Und ja, die einzelnen Schritte würde ich jetzt mit der nächsten Folie da mal anfangen zu erläutern, bevor wir dann später den Weg in die Tools reinmachen. Also unter Schritt 1, Create Photos and Upload in Cloud, kann man Folgendes verstehen. Ein Fotograf erhält einen Auftrag für ein Shooting oder ein Kreativer einen Auftrag für eine Fotomontage. Da wird genau in dem Briefing geschrieben, was halt erstellt werden soll, was an sich jetzt noch keine große Neuerung ist. Doch zusätzlich mit dem Auftrag erteilen wir unseren Auftragnehmern sozusagen eine Vorgabe, die Metadaten eines Shootings zum Beispiel betreffen, wie Nutzungsrechte, Nutzungszeiträume, der Verwendungszweck, Regionen, und da gibt es auch noch viele weitere Vorgaben, die man machen kann. Mit dem Legal-Bereich der Telekom zusammen haben wir eine solche Vorgabe erarbeitet für diese Metainformationen, die für uns alle notwendigen Daten für eine rechtssichere Abbildung des Content in der Telekom Content World erfasst. Das heißt, wenn der Fotograf so vorbereitet die Bilder bearbeitet oder halt eben auch eine Postproduktion diese Bilder mit Metadaten versehen hat, dann werden diese in einen vordefinierten Ordner hochgeladen, also vom Fotograf, den er von uns per Sharelink erhalten hat. Und ja, damit landet sein Arbeitsergebnis erstmal in der Cloud. Und das ist sozusagen der Übergabepunkt. Und die Aufgabe des Fotografen ist damit erstmal beendet. So, gerne weiter zur nächsten Folie. Im zweiten Schritt erfolgt dann der Import der ausgewählten Bilder und die Bereitstellung in der Telekom Content World. Dazu kann der Bildredakteur oder Kurator in seiner gewohnten Arbeitsumgebung bleiben, dem Cormedia Studio. Die Doris hat das eben auch erwähnt, dass warum wir uns für Cormedia unter anderem auch entschieden haben, ist, dass wir nicht noch ein weiteres Tool draufsetzen wollten, sondern dass hier Menschen, die sowieso schon im Alltag mit Bildcontent arbeiten, das Studio einfach wieder vorfinden und damit schon vertraut sind. So, in diesem Studio kann man über einen Connector, das wurde, glaube ich, gestern auch schon auf dem Partnertag vorgestellt und wird später in den Neuerungen nochmal vorgestellt, kann man über Konnektoren verschiedene Schnittstellen anbinden. Und wir haben in dem Fall die Magenta Cloud angebunden und können jetzt im Studio die vom Fotografen abgelegten Bilder browsen und eine Auswahl treffen. Und der Bildredakteur hat dann die Möglichkeit, seine Auswahl oder eben halt alle Bilder eines Shootings in das Asset Management zu importieren. Das macht er alles ganz bequem im Studio. Das heißt, er muss seine Arbeitsumgebung nicht verlassen. Im Studio selber dann kann man wie gewohnt die Bilder bearbeiten und um weitere Metadaten ergänzen. Das kennt man zum Beispiel heute schon mit Festlegungen des Bildschwerpunkts oder das einzelne Schieben der Ratio. Als zusätzliches Feature haben wir eine automatische Bildanalyse über IBM Watson implementiert, die unsere Assets um weitere Schlagworte ergänzt und dadurch dann natürlich auch die Treffer innerhalb einer Suche erhöht. Durch die Publikation werden dann die Bilder in der Content World bereitgestellt. Das wäre dann Schritt 2 und dann können wir wechseln auf die nächste Folie, bitte. Wer auch immer klicken kann. Wunderbar, danke. So, im dritten und letzten Schritt haben wir dann nach der Publikation alle Bilder für die registrierten Nutzer in der Telekom Content World sichtbar. Über Suche oder über die Navigation in den entsprechenden Bereichen und Kategorien gelangt man dann so zum gewünschten Motiv. Ein großer Vorteil für uns liegt in den angebotenen Abformaten. Als Abformate bezeichnen wir im Projekt die unterschiedlichen Abmaße und Auflösungen für die Kanäle, in denen das Bild benutzt werden kann. Das heißt, wir stellen direkt die passenden Ausschnitte dar, wie zum Beispiel für die großen oder für Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, LinkedIn und auch andere.
als auch Printprodukte oder die Telekom-konzerneigenen Websites und unser Intranet. Weil alle diese Kanäle haben natürlich unterschiedliche Auflösungen und Bildformate, die die ansprechen, und die wollen wir hiermit alle bedienen. Der Redakteur kann sich also hier den passenden Ausschnitt einfach downloaden und dieses Bild dann für seine Publikation verwenden, ohne selber noch was anpassen zu müssen. Das heißt, er hat immer ja ein qualitätsgesichertes Bild vorliegen, das sowohl den rechtssicher ist, als auch schon den bestmöglichen Bildschwerpunkt hat. So, das war jetzt ein kurzer fachlicher Ausblick in die Sicht des Prozesses von der Anlieferung bis zum fertigen Motiv im entsprechenden Kanal und was wir jetzt hier, ja, welche Architektur dem Ganzen zugrunde liegt und welche Technologien und wie das dann in den Tools aussieht, da übergebe ich jetzt meinem Kollegen Marco. Danke. Irgendwie klickt es jetzt hier auch wieder hin und her. Marco, ich würde empfehlen, dass du mich vielleicht das Klicken machen lässt, damit wir jetzt hier nicht irgendwie durcheinander kommen und ich nehme jetzt irgendwie den anderen die Klickrechte weg. Okay. Dann übernehme ich mal den Audiokanal und du kannst das Video starten. Alles klar. Also ich habe hier einen Screencast vorbereitet, um eben nicht im Live-System das jetzt zeigen zu können, aber man sieht, was passiert. Ein Fotograf, der lädt genau ein Bild von seiner lokalen Festplatte per Drag-and-Drop in die Magenta Cloud. Und weil der sich besser mit Kameras als mit Technik auskennt, ist der an dem Punkt auch schon quasi fertig, indem das Bild dann in dem Folder, den wir ihm zur Verfügung gestellt haben, hochgeladen hat. An der Stelle beginnt die Arbeit des Bildredakteurs und der kann dann über den Connector, den wir hier angebunden haben, an die Magenta Cloud, in der Magenta Cloud nach Bildern suchen und findet eben auch die Bilder, die der Fotograf hochgeladen hat, unter anderem das Bild, was eben per Drag and Drop in die Cloud gewandert ist. Wenn er das verwenden will, dann kann der ein Objekt in Comedia anlegen. Was dann passiert, also ich wähle jetzt hier mal noch aus, wo das Bild hingelegt werden soll. Was jetzt passiert, der Connector geht in die Cloud, nimmt sich das Binärobjekt und legt ein Asset-Objekt im Comedia an. Comedia übernimmt das Dokument, erzeugt ein Vorschaubild, packt das Bild in die richtigen Properties rein, gibt den Bildschwerpunkt-Editor zur Verfügung. Und ich könnte jetzt auch noch höher aufgelöste Formate für Print oder für andere Zwecke hochladen in andere Properties. Was noch wichtig ist, sind eben die Metadaten zum Bild. Die kann ich hier, wenn der Fotograf die nicht richtig gepflegt hat, als Bildredakteur auch noch pflegen, kann hier eine Verschlagwortung vornehmen, um einfach dem Bild mehr Qualität zu verleihen, das Bild besser auffindbar zu machen in der Telekom Content World. Also ich gebe hier ein paar Schlagworte mit. Sagt dann auch, wo das Bild aufgenommen worden ist. Rechts sieht man immer, aktualisiert sich auch die Preview immer und bietet die neu eingegebenen Metadaten an. Ich kann jetzt noch Kategorien vergeben, so dass ich immer weiß, in welchen Kategorien in der Content World ist das Bild dann verortet. Also es können auch mehrere sein, so dass ich in mehreren Foldern das Bild finden kann. Als Kanal gebe ich hier mal telekom.com an, um einfach zu zeigen, wie die Abformate für die Webseite der telekom.com aussehen. Gebe jetzt hier noch die lizenzrechtlichen Dinge an, zum Beispiel eben, wie lange ist eine Lizenz eingekauft, wer ist der Urheber. Diese Dinge werden auch alle immer als Meta-Angaben in der Telekom Content World mit angezeigt und werden auch anderen angeschlossenen Systemen, die über Schnittstellen angeschlossen sind, mit übergeben, so dass die auch immer wissen, wie sind die lizenzrechtlichen Dinge in diesem einen Asset abgebildet. So, wenn ich hier gerade durch bin, dann klicke ich das Bild mal ein und gucke mir das Ganze mal an, wie das aussieht. In der Content World hatte ich das abgelegt im Bereich Mensch und da ist das Bild auch schon zu sehen. Ich sehe jetzt hier in der Telekom Content World das Bild, die Meta-Angaben, die auf der Oberfläche dann dargestellt werden und sehe
im unteren Bereich auch die ganzen Abformate, die automatisch von Comedia hier in dem Fall dann generiert werden. Ich sehe, hier werden ein paar Downloads noch nicht angeboten. Die 1:1-Ratio, die passt noch nicht so ganz. Also gehe ich mal wieder zurück in mein System. Passt die 1:1-Ratio an. Ich könnte auch nur den Bildschwerpunkt setzen jetzt. Und gebe das Ganze mal ans System zurück. Ich publiziere das auch gleich mal. Das führt dazu, dass auch alle Kleinstabformate generiert werden. Nach einem Refresh sieht man das dann auch. Hier habe ich jetzt alle Formate zum Download. Die Ratio passt auf einmal. Und ich kann auch diese kleinen benötigten Abformate, die für Teaser, für Visuals etc. benötigt werden, mir alle hier im Download-Portal, also in der Telekom Content World, runterladen. Das können alle Mitarbeiter. Was man jetzt auch noch machen kann, ist, das Bild zu IBM Watson zu schicken, um eben noch mehr Schlagworte zu bekommen, um dem Redakteur Arbeit zu vereinfachen und vielleicht Schlagworte zu bekommen, auf die ein Redakteur nicht von alleine kommt. Der Redakteur kommt vielleicht drauf, dass dann Haus drauf ist und dass dann Service geleistet wird, aber er weiß vielleicht nicht, dass es ein Landhaus ist oder dass das Haus eine Verkleidung hat oder dass eine vorherrschende Farbe im Bild, eben grau, in dem Bild enthalten ist. Das kommt alles von IBM Watson und wird dann für die Verbesserung unserer Suche herangezogen. Und in der Suche finde ich das Bild eben jetzt auch unter Schlagwörtern, die von IBM Watson gekommen sind. Hier sieht man auch, wenn ich nach grau suche, dann taucht plötzlich mein Bild mit in der Suche auf. Ja, wie haben wir das Ganze gemacht? Hier würde ich gerne mal anhalten. Wir haben diese drei Bereiche, die wir gerade gesehen haben. Die Claudia hat das vorhin schon erwähnt. Eine Produktion, in der der Fotograf arbeitet. Dann Verarbeitung und Qualitätssicherung im Comedia Studio. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben die Asset Management Komponente genommen, die seitens Comedia schon vorgefertigt da ist. Die haben wir angepasst und ein Stück weit aufgebohrt. Wir haben die Konnektoren auf Basis des Content Hub Moduls von Comedia entwickelt und haben dort die Anpassung vorgenommen, so dass wir gegen die APIs, die die Telekom Magenta Cloud zur Verfügung stellt, dass das einfach zusammenpasst und wir dann eben die Verbindung zur Magenta Cloud herstellen können. Was wir noch getan haben, wir wollen ja nicht nur Bilder konsumieren und ablegen und für Endanwender in dieser Content World Oberfläche zur Verfügung stellen. Wir haben auch eine eigene REST API gebaut, die für andere Comedia-Systeme im Konzern als Schnittstelle dient, die aber auch für andere Systeme dient, die kein Comedia-System sind. Die bestehenden Comedia-Systeme im Konzern, die nutzen auch ein Content-Hub-Modul, was auf unsere REST-API zugreift. Und andere Systeme, das sind zum Beispiel Marketinglösungen bei uns im Konzern, die darauf zugreifen, die nutzen die REST-API als REST-API einfach und greifen darüber darauf zu und können über diese API dann im Repository der Telekom Content World nach Bildern recherchieren, können Bilder browsen, können Bilder sich selbst kopieren und bekommen auch immer die rechtlichen Informationen dazu, bekommen die Abformate, die die Qualitätssicherung festgelegt hat. All diese Informationen werden in die angeschlossenen Systeme mit ausgeliefert. Was wir noch tun können, ist, wir merken uns, wer sich ein Bild runtergeladen hat, weil unser System mit Login arbeitet. Wir merken auch, welches angeschlossene System sich Bilder für die Verwendung genommen hat. Wenn sich also lizenzrechtliche Dinge ergeben, wenn Bilder nicht mehr verwendet werden können, dann haben wir aus dem System heraus auch die Möglichkeit, diesen Personenkreis dann zu benachrichtigen. Also wir können auch sagen, das Bild darf nicht mehr verwendet werden und wir schicken dann eine E-Mail an den Nutzerkreis oder an die Systemverantwortlichen. Wir können das auch über Mobilgeräte Nachrichten rausschicken. Also auch das haben wir hiermit in dem Umkreis umgesetzt.
um eben auch diese Rechtssicherheit gewährleisten zu können. Also dass man nicht nur die Information bekommt, sondern dass man auch informiert wird, wenn sich mal Informationen zu einem Bild ändern. Ja, das ganz kurz zur groben Struktur, zum Ablauf, wie sich das anfühlt im System. Und damit möchte ich auch schon auf die nächste Folie und damit auch an die Doris zurückgeben. Ja, danke Marco, danke Claudia. Den technischen Tiefgang, den hätte ich nicht herstellen können. Ich habe ja schon gesagt, wir sind noch ganz jung. Das ist noch Silicon Content World ein kleines Bestandteil einer großen Familie, hoffentlich wird, wenn wir die Infrastruktur weiter ausbauen. Und was wir aber bisher schon festgestellt haben, ist, wir haben, was ja auch immer wichtig ist, wir haben zwei große alte Plattformen, die Bilder verwaltet haben, redaktioneller Art, Brand Pictures, retired und migriert. Also über 40.000 Assets, die schon in der Telekom Content World vorhanden sind. Auch Nutzer sind migriert worden. 32.766 sind und nach der Migration haben wir schon 2.000 Kollegen dazu animiert, sich neu zu machen. Der Zulauf ist da. Wir machen auf jeden Fall weiter und ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, dass das, was uns umtreibt, ist nicht einfach ein neues Tool an den Start bringen, sondern Sinn und Verstand und für unsere Kollegen, die jetzt unsere ersten Kunden sind und die halt, nach und nach nutzbare Tools aufzubauen, die miteinander verknüpft sind, die sie da benutzen können als Funktion, wo sie gerade sind. Soweit von uns, Telekom Content World. Danke, dass wir unser neuestes Kind vorstellen dürfen. Wir machen weiter. Und das wäre es von uns. Fragen gerne. Wir stehen natürlich auch im Nachgang für Kontakte und Fragen gerne bereit.